So, hallo, herzlich willkommen zu einem The Forest Spezial sozusagen. Und zwar ist der neue Patch draußen, Public Alpha Version V003. Ja, und wieder mal gibt es einige Neuerungen, einige Changes, die eigentlich sehr, sehr schön sind, ja, kann man wirklich so sagen. Und zwar, während das Spiel lädt, kann man mal kurz ein bisschen vorlesen aus den offiziellen Patch-Notes auf der Seite. Einmal haben sie ganz großen neuen Mode eingeführt in das Spiel, und zwar, wer nicht auf die Kannibale steht, kann die nun ausschalten, indem das einfach ins Hauptmenü geht und dort Vegan-Mode einfach eintippt. Dann schaltet er eben auf den nicht-bösen Modus um, das heißt, es geht nur noch um Survival. Ich würde es nicht empfehlen, weil es sehr langweilig ist eigentlich. Ja, dann sehr gut natürlich, wenn man seinen Spielerschatten gesehen hat. Der Schatten, ne? Kopf hat gefehlt, nichts in der Hand. Das wurde gefixt. Das heißt, der Spielerschatten hat jetzt auch einen Kopf, hat jetzt auch Sachen in der Hand. Dann wurde, das sehen wir aber gleich, ein neues Item hinzugefügt, ein Surprise-Item sozusagen. Dann die Yacht, auf der man ja immer nützliche Sachen finden konnte, und auch den lustigen Kassettenrekorder, der übrigens auch gefixt wurde. Kann man jetzt abstellen. Die Yacht wird jetzt immer random platziert. Bei jedem neuen Spielstand ist die also woanders. Dann haben sie natürlich einige Sachen bei den Gegnern und vor allem auch den Wildlife verbessert. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel Vögel und Fledermäuse beobachten, wie sie ein bisschen naturgetreuer agieren. Genau, was natürlich auch sehr gut ist, die Log Cabin, also dieses 82 Logs verschlingende Monstrum, das man bauen kann, war ja bisher eigentlich sehr useless, weil es baut keinen Schutz, man konnte nicht schlafen drinnen, es war alles andere als sinnvoll. Tja, das hat sich geändert, man kann jetzt drin schlafen und es soll angeblich sogar richtig eine Tür geben, die man sogar zumachen kann. Ist natürlich sehr schick. Auch der Boden wurde verbessert, und hier haben wir auch schon das neue Item, und zwar ist es der Pedometer. Der zeigt einfach an, wie viele Schritte du in diesem Spiel gelaufen bist. Ob der nochmal irgendwie verstärkt wird, dass er noch irgendwelche Erfolge oder sonst was drin hat, weiß man nicht. Bisher kann man ihn nur mit P ein- oder ausblenden. Von dem her auch nichts Besonderes. Die Kollision wurde angeblich verbessert, das heißt, man kann jetzt nicht mehr wallrunnen. Kann jetzt nicht mehr hier rausjumpen. Man muss den Weg nehmen, der vorgesehen ist vom Spiel. Ja, es gibt neue Sachen zum Bauen. Eine sehr interessante und nützliche Sache, finde ich, ist, man kann jetzt im Inventar einen Stick mehr tragen als vorhin. Was natürlich auch nicht schlecht ist, weil dann kann man wenigstens das erste Shelter sofort instant bauen eigentlich. Dann das nächste, was gefixt wurde, ist dieser Save-Bug vom Inventar, dass einfach viele verschiedene Items, wie gerade Cloth und Booze, die sind eigentlich immer verschwunden nach dem Neuladen. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, man behält alle seine Items nach dem Laden, nach dem Speichern. Das heißt, es macht mittlerweile auch Sinn, zu laden und zu speichern. So. Ganz kurz zu den Neuerungen im Survival-Buch, gerade was man jetzt bauen kann, und zwar Fire Shelter hat sich soweit nichts getan, außer halt die Log Cabin. Die hat jetzt eben Boden bekommen, dann später kriegt die eine Tür und man kann auch drin schlafen. Was natürlich sehr, sehr gut ist, weil endlich macht das Ding mal Sinn. So, das nächste ist ein Stickholder. Genauso wie man vorher den Logholder hatte, kann man hier auch einen Stickholder bauen, indem man halt dann Sticks storagen kann. Genau.
man dann auch wieder nehmen kann. Das nächste, was man neu bauen kann, ist der Stickmarker, und zwar ist der richtig nützlich. Und zwar meinetwegen, man hat jetzt hier, wie ich zum Beispiel, Blaubeeren gefunden. Die sind ziemlich nützlich. Dann baut man sich einen Stickmarker. Oder einen Eingang von der Höhle. Und jetzt, wenn man sieht, hier ist ein weißes Fähnchen, das du genauso wie das Häuschen überall siehst. Das heißt, du hast hier Waypoints, damit du bestimmte Sachen immer wieder findest. Kann man jetzt in der Nähe von der Yacht machen, in der Nähe von Camps und. Also das ist sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Sehr, sehr nützlich vor allem auch. Damit man sich auf dieser Insel auch, wenn man bedenkt, dass die Insel viel größer wird noch, kann man sich halt viel besser zurechtfinden hier. So, das nächste. Man hat jetzt die Bench, kann man jetzt auch bauen, ohne dass sie jetzt zu komisch angezeigt wird, sondern jetzt hat man die wirklich als erstes Einrichtungsstück drinnen. Bei den Traps hat sich nichts getan, auch bei Food und solchen hat sich nichts getan, und jetzt kommt's halt. Houseboat. Oh mein Gott. Ein Houseboat. Man kann ein Houseboat bauen, ja. Ich habe es noch nicht fertiggestellt bisher. Werde ich aber machen, und dann werde ich wahrscheinlich auch wieder ein Review dazu machen. Ob das dann funktioniert. Wenn ja, wie. Das wäre natürlich eine geniale Sache, um den bösen Kannibalen aus dem Weg zu gehen. Allerdings kann ich es gerade gar nicht platzieren. Also es geht noch nicht. Schade, aber ein schöner Ansatz, eine schöne Idee, definitiv, kann man nicht sagen. Das kleine Raft kennt man ja, das kann man ja schon seit dem letzten Patch bauen. So, Effigies. Effigies hat sich jetzt viel getan, relativ viel. Und zwar hatte man ja vorher nur das Small und das Large Effigy zu bauen. Das Problem ist, zum Beispiel auch beim Small, man braucht 3 Köpfe, das heißt, man muss Minimum 3 Kannibalen töten. Das ist viel. Viel zu viel. Jetzt hat man eine Möglichkeit, aus einem Kannibalen, eben nur einem Kopf, so ein Effigy zu bauen, und aus 7 Armen. Auch nochmal, weil Arme hat man eigentlich immer übrig. In der Regel dann. Das hört sich immer klar an, ich weiß. Kann man dann auch ein Effigy bauen, die angeblich die gleiche Wirkung haben soll. Tja, das ist eigentlich alles, was man neu bauen kann. Im Grunde, das einzige neue Item ist eben dieser Pedometer. Jetzt habe ich schon 400 Schritte gemacht, Wahnsinn. Ich glaube, das wird aber nicht noch Schritten, sondern einfach noch zurückgelegen Metern. Bestimmt. Ja, ansonsten nach dem Neuladen, das kann ich dann auch zeigen, ist eben alles wieder da. Ja, dann werde ich noch ein bisschen vorlesen. Einerseits, der Molotow geht aus, wenn man mit ihm ins Wasser steigt. Logisch, ist sinnvoll. Dann bessere Lightning-Effekte. Dann ja, hier das neue. Dann Coral und Seaweed added underwater. Die sollen halt zur Auflockerung des Ambientes dienen. Ein bisschen schöner machen das Ganze. Dann genau. Neue Texturen. Bessere Texturen, ein bisschen verschönert noch. Ja, das Endnight Studio hat jetzt sogar jetzt noch Leute angeheuert. Dann Shadow Distance increased. Für High- und Mid-Settings. Das heißt, wenn man auf Hoch- oder Mittel-Einstellungen spielt, dann hat man eben bessere Schatten, nochmal weiter entfernte Schatten. Oh, hallo Vögelchen, du, der landet auf meinem Pedometer, geil. Gut, ansonsten in einer Höhle sollte angeblich ein Laptop stehen, der Licht wirft, den man aber nicht mitnehmen kann. Habe ich bisher noch nicht entdeckt. Dann Improved Lilypad Pop-In, das weiß ich wirklich nicht, was das sein soll. Dann ein paar Sounds wurden improved.
ist auch, man hört es, der Donner ist viel schöner jetzt, viel, viel lebensechter, sage ich mal. Genau, dann haben wir noch eben fixed some items missing from inventory when game was loaded. Also wenn man jetzt ein Spiel speichert und dann wieder lädt, dann verschwindet eben nicht das halbe Inventar und man kann dann eigentlich den Speicherstand vergessen. Dann neue Kollisionsabfragen eben im Flugzeug wurden jetzt neu gefixt. Dann haben wir jetzt, wenn man jetzt zu viele Rocks hat, dann hatte man ja immer die Message can't carry any more raw fish. Das haben sie jetzt auch weggemacht. Der Garten steht jetzt auf der Erde, nicht mehr in der Luft. Der flog ja sehr gerne mal in der Luft. Dann neue Texturen generell auch von den Blättern sind gekommen. Genau, und genau. Ah, fixed Flare Gun Falling Through Yacht. Also damals hat man ja immer die Flare Gun unter der Yacht gefunden. Die liegt nun wieder auf der Yacht. Genau, das waren eigentlich so die, kann man sagen, wichtigsten Änderungen, die sich durch den Patch ergeben haben. Es ist sehr viel, muss ich sagen, und ja, in 20 Tagen kommt ja der Patch. Der Patch, also die Zeit wurde akkurat eingehalten, kann man nichts aussetzen daran. Ist wirklich nicht, wirklich klasse gemacht. Jetzt werde ich noch kurz ein Spiel laden, damit ich euch zeige, dass erstens mal das Laden nicht mehr so lange dauert und zweitens eben die Sachen vom Inventory wieder da sind. Ich habe ja schon ein bisschen angefangen, auch einen Spielstand zu erspielen, wo ich dann auch die Logcabin zeigen kann. Da werde ich dann nochmal einen kleinen Schnitt reinsetzen, wo man das dann nochmal sieht, dass man dann auch drin schlafen kann oder eben auch nicht. Ich habe selber noch nicht ausprobieren können, aber das werdet ihr ja dann sehen, wenn es soweit ist. Hänge ich auf jeden Fall noch an das Video dran. Ansonsten muss ich sagen, nochmal wirklich zur Verdeutlichung. Oh. Hier bin ich. Erstens mal, was richtig geil ist, wenn man sonst immer geladen hat, dann sind diese teilweise gebauten Gebäude verschwunden. Ist nicht mehr so. Die Gebäude sind mittlerweile alle da, scheißegal wie weit man es gebaut hat. Genau. Und hier sieht man also, ich habe Cloth, ich habe Boots, ich habe alles noch im Inventar, das ich vorher auch noch im Inventar hatte. Also wirklich so, ja, was es halt sein muss, wie genauso wie es halt sein muss. Man muss einfach sagen, das hat gefixt gehört, das haben sie gefixt, da haben sie, wie man so schön sagt, abgeliefert. Und naja, so muss das laufen. Ich finde es schön. Hier sieht man auch noch mal ein Arm-Effigy. Das nur aus Armen besteht. Was ich natürlich sehr lustig finde. Ich suche gerade, ich habe nämlich einen Kopf-Effigy auch noch irgendwo hingebaut. Das suche ich jetzt gerade, aber irgendwie finde ich das nicht. Seltsam. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, einen Arm-Effigy zu bauen. Scheinbar scheinen die sich gegeneinander auszutauschen. Naja, ich werde jetzt kurz meine Log-Cabin fertig bauen und dann werde ich euch nochmal zeigen, ob das funktioniert oder nicht. Bis gleich. Oh mein Gott, ich bin endlich fertig. Gott braucht das Ding lange zu bauen, aber Schluss und endlich habe ich es geschafft. Und es sieht so aus wie immer, bis auf... Richtig. Eine Tür. Tatsächlich eine Tür. Und... sieht mehr windig aus als sonst was, aber Fakt ist, wir haben eine verdammte Tür und wir können durchs Fenster wieder rausspringen. Ich hoffe aber, die Kannibalen nicht rein. Und was wir hier auch noch können, wir können hier nächtigen. Schick, wir können hier speichern. Also das, was gesprochen wurde über die Cabin, wurde auch gehalten. Schön. Ja, das war der Nachtrag und wir sehen uns dann zum nächsten Patch.
Bis dann. Ciao.